Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die SPD-Führung will Altersarmut mit einer Mindestrente und dem massiven Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge verhindern. Das Rentenkonzept der Sozialdemokraten ist inzwischen weitgehend fertiggestellt. Parteichef Gabriel macht sich unter anderem dafür stark, Minirenten von Menschen aufzustocken, die Jahrzehnte in Vollzeit gearbeitet haben. An der Rente mit 67 und der Absenkung des Rentenniveaus will er aber wohl festhalten. Wo geht's lang zur sicheren Rente? Das entwickelt sich zur zentralen Frage im politischen Berlin. Nach der CDU hat nun auch die SPD ein Rentenkonzept vorgelegt. Das Modell sieht vor, dass Betriebsrenten staatlich gefördert werden. Außerdem soll es 850 Euro Mindestrente für all jene geben, die 40 Jahre gearbeitet haben. Wer zu wenig verdient hat, soll eine steuerfinanzierte Grundsicherung bekommen. Zentral für den Parteivorsitzenden ist die Mindestrente. Heute bekommt jemand, der 30, 40 Jahre gearbeitet und Beiträge bezahlt hat, aber leider wenig verdient, nur 680 Euro ausgezahlt. 850 Euro ist der Versuch, ihn besser zu stellen als diejenigen, die gar nicht gearbeitet haben. Die bekommen nämlich auch 680 Euro. Das Konzept soll auch das sinkende Rentenniveau ausgleichen. Bekommt man heute noch 51% vom letzten Einkommen, werden es 2030 nur 43% Rente sein. Die Parteispitze stellt das sinkende Rentenniveau nicht in Frage, zum Ärger von Jusos und Parteilinken. Statt subventionierter Betriebsrenten wollen sie die gesetzliche Rente stärken. Wir fordern, dass das Rentenniveau auf dem derzeitigen Stand festgeschrieben bleibt, bei rund 51%. Ob es am Ende des Tages 50 sind, darüber kann man sicherlich noch sprechen. Das bedeutet im Jahr 2030 ganz sicherlich 2 bis 3 zusätzliche Beitragspunkte. Wir können nur bestehen und können damit auch überzeugen, wenn wir die Lebensstandardsicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung organisieren. Am Montag will die Partei Sigmar Gabriels Konzept diskutieren. Der SPD-Chef betont, er wolle die Rentenfrage parteiübergreifend lösen. Und die CDU hat in ersten Stellungnahmen aufgeschlossen auf die Pläne der SPD reagiert. Vielleicht gelingt es ja der Politik, ein gemeinsames Konzept gegen Altersarmut zu entwickeln, bevor der Bundestagswahlkampf richtig losgeht. Solidarrente oder Zuschussrente, Analysen und Hintergründe zu den verschiedenen Konzepten in SPD und Union finden Sie unter tagesschau.de. Der Flugverkehr bei der Lufthansa verläuft wieder weitgehend planmäßig. Heute mussten lediglich 18 Verbindungen gestrichen werden. Gestern waren durch den Ausstand der Flugbegleiter etwa 2/3 aller Flüge ausgefallen. Daraufhin erklärte Lufthansa, auf absehbare Zeit keine Leiharbeiter mehr einzusetzen. Beide Seiten einigten sich auf ein Schlichtungsverfahren. Sollte die Schlichtung scheitern, kündigte Gewerkschaftschef Baublies heute neue Streiks an. Die Europäische Union will die syrische Regierung mit weiteren Sanktionen unter Druck setzen. Bundesaußenminister Westerwelle bestätigte entsprechende Pläne der EU-Außenminister. Bei einem Besuch im jordanischen Flüchtlingslager Sa'atari kündigte er außerdem an, Deutschland werde die Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat in diesem Monat nutzen, um die internationale Isolierung des Assad-Regimes voranzutreiben. Hunderte Zelte für tausende Menschen. Aus der Luft macht sich der deutsche Außenminister ein Bild vom gewaltigen Ausmaß des Schicksals syrischer Flüchtlinge. 30.000 Menschen leben hier im Flüchtlingslager von Sa'atari an der syrisch-jordanischen Grenze. Täglich kommen Tausende dazu, die Hälfte von ihnen Kinder. Der Flüchtlingsstrom, eine enorme Belastung für sein Land, betont Westerwelles jordanischer Amtskollege. Es gibt nie eine humanitäre Lösung für politische Probleme, aber wir müssen mit der Wirklichkeit vor Ort klarkommen. Viele Flüchtlinge wollen möglichst schnell wieder in ihre Heimat. Auch Abu Mohammed, der uns seine Schusswunden aus dem Bürgerkrieg zeigt. Für eine medizinische Behandlung kann er sich auch vorstellen, eine Zeit lang nach Deutschland zu kommen, sagt er. Für Westerwelle grundsätzlich denkbar, aber Deutschland werde auch mehr für die Menschen hier im Lager tun. Wir haben entschieden, dass wir unsere Mittel abermals aufstocken werden. Wir werden noch einmal mit weiteren 2 Millionen Euro sicherstellen, dass hier die ersten Vorbereitungsmaßnahmen auch für die kälteren Wochen getroffen werden können und dass vor allen Dingen das wichtige Projekt der Wasser- und Abwasserinfrastruktur weiter ausgebaut werden kann. Das UN-Flüchtlingshilfswerk rechnet damit, dass bis Jahresende 80.000 Menschen hier im Lager leben werden. Dass die deutsche Hilfe für die syrischen Flüchtlinge in Jordanien ausgerechnet kurz vor dem Winter aufgestockt wird, ist nicht nur eine humanitäre Geste.
Es zeigt auch, dass Westerwelle fürchtet, der Konflikt in Syrien wird eher noch Monate als Wochen dauern. In den USA ist die Zahl der Arbeitslosen im August leicht zurückgegangen, allerdings weniger stark, als Experten erwartet hatten. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist eines der zentralen Themen im Präsidentschaftswahlkampf zwischen Amtsinhaber Obama und seinem Herausforderer Romney. Seit Jahrzehnten ist in den USA kein Präsident wiedergewählt worden, wenn die Arbeitslosenquote wie zurzeit oberhalb der 8%-Marke lag. Hochkonjunktur haben in den USA derzeit nur sie, die Jobbörsen. Doch freie Stellen bleiben rar. Nur um 96.000 neue Jobs hat Amerikas Wirtschaft im August zugelegt, weniger als erwartet. Die Arbeitslosenquote sank von 8,3 auf 8,1%, weil viele Amerikaner die aktive Suche nach einer Stelle aufgeben oder länger in der Ausbildung bleiben. Die düsteren Meldungen vom Arbeitsmarkt, Wahlkampfmunition für Mitt Romney. Barack Obamas Herausforderer greift an. Seit 4 Jahren verspricht Obama neue Jobs. Stattdessen haben wir immer noch eine Arbeitslosigkeit von über 8% und das seit 43 Monaten. Der Präsident ist in der Defensive. Barack Obama fällt es zunehmend schwer, Optimismus zu verbreiten. Als ich ins Amt kam, haben wir monatlich noch 800.000 Jobs verloren. Jetzt hat der Stellenmarkt zugelegt, im 30. Monat in Folge. Das waren 4,6 Millionen neue Arbeitsplätze. Aber das reicht nicht. In neuesten Umfragen liegt Obama mit 46-44% noch vor Romney. Doch um seine Wähler davon zu überzeugen, dass er endlich ein Rezept gegen die Jobkrise gefunden hat, bleiben dem Präsidenten nur noch knapp 2 Monate. Sonst wird am 6. November noch ein Job frei in Amerika, seiner. Weltweit können mehr als 800 Millionen Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben. 2 Drittel davon sind Frauen. Daran erinnert die UNESCO am heutigen Internationalen Tag der Alphabetisierung. Allein in der Europäischen Union ist einer neuen Studie zufolge im Schnitt jeder 5. betroffen. In Deutschland leben nach Schätzungen des zuständigen Bundesverbandes 7,5 Millionen Analphabeten. Es ist die Morgenzeitung, deren Überschriften Sie kaum lesen können. Die Abflugtafel, auf der Sie nicht erkennen, welche Flüge gerade gestrichen wurden. Oder die Benzinpreistafeln, die Ihnen nicht verraten, welcher Sprit wie teuer ist. Es sind ganz alltägliche Dinge, die Analphabeten zu schaffen machen. Uwe Bolt kennt das. Auch für ihn waren Buchstaben und Zahlen lange eine fremde Welt. Das war schon in der Schulzeit, wo ich dann gemerkt habe, hallo, da stimmt ja was nicht. Aber ich habe leider auch nicht diese Förderung gekriegt, die man heute kriegen könnte. Etwa jeder 10. Deutsche kann nicht richtig lesen oder schreiben. Viele sind sogenannte funktionale Analphabeten, die zwar Buchstaben erkennen, aber keine Zusammenhänge begreifen können. Uwe Bolt war einer von ihnen und musste sich vor seinen Kollegen im Hafen verstecken. Ich lade den LKW schon mal ab, du kannst ja den schriftlichen Kram machen. Und dann war ich weg. Ganz einfach. Damit die Zahl der Betroffenen weiter zurückgeht, will die Politik jetzt aktiv werden. Für kommenden Januar plant Bayern einen nationalen Kongress zum Thema Analphabetismus. Uwe Bolt hat Hilfe gefunden. Seine Kurse in der Volkshochschule muss er zwar selbst bezahlen, aber der Erfolg ist es ihm wert. Hier entdeckt er, dass ein Haufen Buchstaben auch einen Sinn ergibt und muss sich vor niemandem mehr verstecken. Bettina Wulff, die Frau des früheren Bundespräsidenten, hat Klagen gegen die Verbreitung von Gerüchten über sie eingereicht. Es geht um angebliche frühere Verbindungen ins Rotlichtmilieu. Ihr Anwalt bestätigte, dass Bettina Wulff unter anderem gegen den Internetkonzern Google und den Fernsehmoderator Jauch vorgeht. Jauch hatte in einer seiner Sendungen auf einen Zeitungsartikel Bezug genommen, in dem es um diese Gerüchte ging. Die Gerüchte über Bettina Wulff gab es schon lange. Nach dem Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff setzt sich seine Ehefrau juristisch zur Wehr. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hat sie bei Gericht eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, wonach alle Behauptungen über ein angebliches Vorleben mit Kontakt zum Rotlichtmilieu falsch seien. Mehrere Medienunternehmen, so die Süddeutsche, hätten bereits Unterlassungserklärungen abgegeben. Der Anwalt von Bettina Wulff, Gernot Lehr, nahm dazu heute schriftlich Stellung. Ich bestätige die Berichterstattung der SZ, dass in den vergangenen Monaten zahlreiche Verlage, Journalisten und Internetaktivisten Unterlassungserklärungen unverzüglich nach Aufforderung abgegeben haben, ohne auch nur zu versuchen, die falschen Darstellungen zu rechtfertigen. Auch gegen Google geht Bettina Wulff juristisch vor. Die Suchmaschine zeigt beim Eintippen ihres Namens automatisch Begriffe an, die sie verhindern möchte.
Google will daran aber festhalten. Google schlägt diese Begriffe nicht selbst vor. Sämtliche in Autovervollständigung angezeigten Begriffe wurden zuvor von Google-Nutzern eingegeben. Nun hat Bettina Wulff auch gegen Günther Jauch Klage eingereicht. Jauch hatte in seiner Sendung einen Bericht der Berliner Zeitung zu den Gerüchten aufgegriffen. Jauch erkennt den Anspruch auf Unterlassung an, ein Fehlverhalten sieht er aber nicht. Ich habe niemals über Frau Wulff eine falsche Tatsachenbehauptung aufgestellt, sondern lediglich im Dezember vergangenen Jahres aus einem Artikel der Berliner Zeitung zitiert und daraus eine entsprechende Frage an den stellvertretenden Bild-Chefredakteur formuliert. Der Rechtsstreit wird nun wohl mit einem sogenannten Anerkenntnisurteil erledigt. Zu einem langen Verfahren käme es damit nicht. Bundespräsident Gauck hat zu Beginn eines zweitägigen Bürgerfestes im Park von Schloss Bellevue ausgewählten Gästen für ihr ehrenamtliches Engagement gedankt. Sie machten Deutschland stark und solidarisch, sagte Gauck. In seiner Rede ging der Bundespräsident auch auf die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft ein. Morgen ist das Schloss Bellevue und der angrenzende Park für alle Bürger geöffnet. Der Goldene Löwe der 69. Internationalen Filmfestspiele in Venedig geht nach Südkorea. Wie vor wenigen Minuten bekannt gegeben wurde, hat die Jury das gesellschaftskritische Gangsterstück Pieta des Regisseurs Kim Ki-duk als besten Film ausgezeichnet. Die Filmfestspiele in Venedig sind neben Cannes und Berlin eines der wichtigsten Festivals der Welt. Der deutschen Fußballnationalmannschaft ist der Start in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien geglückt. Die Mannschaft von Bundestrainer Löw bezwang gestern Abend in Hannover die Färöer mit 3:0. Das nächste Qualifikationsspiel findet bereits am Dienstag in Wien gegen Österreich statt. Es war der 500. Länderspielsieg in der Geschichte des DFB. Joachim Löws Euphorie hielt sich dennoch in Grenzen. Denn das 3:0 war ein Arbeitserfolg. Erst nach 28 Minuten fiel das 1:0 durch den Dortmunder Mario Götze. Zuvor, genau wie danach, mangelhafte Chancenverwertung. 12-mal schoss Deutschland auf das Tor der Gäste in Hannover vor den gut 30.000 Zuschauern, die eine muntere Partie sahen und einen Bundestrainer, der mitlitt wie selten zuvor gesehen. Nach dem Seitenwechsel konterte die DFB-Auswahl im eigenen Stadion. Erfolgreich. Nach 54 Minuten war es Özil, der endlich die insgesamt über 70% Ballbesitz seines Teams in Zählbares umsetzte. Wir haben eine ganz junge Mannschaft, das muss diese Mannschaft eben auch noch lernen. Vielleicht auch über Champions League-Erfahrung, über internationale Spiele und so weiter. Dass man da halt eben auch kaltschnäuziger manchmal dann zu Werke geht. Der Weltranglisten 154. Färöer präsentierte sich jedoch nie geschockt, spielte defensiv sehr diszipliniert und ging am Ende mit 0:3 auch nicht unter. Özils zweiter Treffer sicherte Deutschland einen soliden Start in die WM-Qualifikation. Auf die deutschen Schwimmer ist am vorletzten Wettkampftag der Paralympics Verlass. Sebastian Ivanov aus Leverkusen gewann über 100 Meter Freistil die Silbermedaille. Über die gleiche Strecke bei den Frauen erfolgreich Tanja Gröpper aus Düsseldorf. Sie wurde Dritte. Bronze auch für die deutschen Sitzvolleyballer. Im Spiel um Platz 3 schlugen sie Russland in 3:2 Sätzen. Heute durfte er sich für eine starke Leistung mit Gold schmücken. Heinrich Popov, stolzer Sieger im 100-Meter-Lauf der Oberschenkel-Amputierten gestern Abend. Doch auch nach dem Rennen geht die Diskussion um Popovs Prothese weiter. Der drittplatzierte Wojtek Czisz hatte beklagt, Popov sei mit einer Prothese am Start gewesen, die anderen Athleten zuvor verweigert worden sei. Wenn ein Athlet ein Kniegelenk bekommt und ich komme nicht ran, weil man mir sagt, es ist für ihn reserviert, ist das für mich unfair. Und dazu stehe ich nach wie vor. Freudentränen gestern Abend bei den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen. Mit einer starken Leistung siegten sie gegen Australien und holten damit das 18. Gold für die deutschen Athleten bei diesen Paralympics. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 9. September. Das Hoch über Mitteleuropa bestimmt morgen mit sehr warmer Luft unser Wetter. Montag und Dienstag nimmt von Westen der Tiefdruckeinfluss zu und zur Wochenmitte kühlt es dann merklich ab. In der Nacht gibt es nur hier und da im Norden und Osten Wolken, vor allem in Küstennähe. Vielfach ist es klar, stellenweise bildet sich Nebel. Nachdem der sich aufgelöst hat, scheint morgen verbreitet die Sonne. An der Ostsee können sich anfangs noch dichtere Wolken halten, sonst ziehen allenfalls dünne Schleierwolken durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost.
Die Tiefstwerte heute Nacht 16 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 7 Grad am Alpenrand. Morgen an den Küsten 23, 24 Grad, sonst überall sommerliche Werte, am Oberrhein bis 30 Grad. Am Montag gibt es nochmal viel Sonne, im Nordwesten später dichtere Wolken und vereinzelt Regen, in Alpennähe lokale Gewitter. Am Dienstag von Westen her teils kräftige Schauer und Gewitter, im Osten und Südosten noch länger sonnig. Mittwoch viele Wolken und deutlich kühler, an der See mitunter stürmisch. Wir sind um 22.05 Uhr wieder für Sie da mit Tom Buro, seine Tagesthemen, wie Bettina Wulff gegen Gerüchte vorgeht und wie Flüchtlinge versuchen, aus Syrien herauszukommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.